Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ich habe absolut geiles Live-Material von Season 3. Es war jetzt vor kurzem ein Live-Event in Hollywood und ein paar ausgewählte YouTuber durften dort Season 3 mit Krypto, der Chartrifle und so weiter auf der neuen Map testen. Ich habe leider natürlich dann logischerweise kein Gameplay-Material von mir persönlich. Ich habe mir zwei Gameplays rausgesucht, habe ich mir von YouTube runtergeladen, so ehrlich bin ich natürlich. Schneide hier und da ein bisschen was zusammen, erzähle euch ein bisschen was, zeige euch die Map ein bisschen und habe ein paar Details für euch, die ich jetzt zeigen werde. Ich seppe die Videos so ein bisschen durch. Ich fahre die Sounds von den Videos ein bisschen runter, damit ihr mehr mich als die anderen hört. Wünsche euch viel Spaß dabei, lasst einen Daumen und ein Abo vorab. Schon mal, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Kurz bevor dann Season 3 am Dienstag gegen 19 oder 20 Uhr losgeht übrigens, der Season Pass scheint tatsächlich bis 20 Uhr zu gehen. Also können wir davon ausgehen, dass jetzt... Wir haben jetzt quasi den 30. September, dass am 1. Oktober wahrscheinlich ab 20 Uhr der Download für die neue Season erst bereitsteht. So, ich würde sagen, ich höre auf zu labern. Ich zeige euch jetzt ein bisschen Material und ein paar Informationen dazu. Viel Spaß. Okay, wir starten jetzt direkt mal in das Gameplay. Was ich erstmal so lassen würde, ich möchte jetzt hier nicht zu viel wegseppen. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen den Start in eine Runde, wie das so aussieht. Und gleich mal die erste Information nebenbei. Die Map ist etwas größer als der Kings Canyon für alle Leute, die das noch nicht wussten. So, ich mache das jetzt mal noch ein bisschen größer, damit es ein bisschen besser aussieht. Ja, sorry, dass ich leider, na, logischerweise kein eigenes Gameplay-Material habe, ist natürlich logisch. Aber ich dachte, bevor ich so gar nichts zeige, zeige ich euch wenigstens ein bisschen was, was schon mal ein bisschen Vorfreude auf Dienstagabend gibt. Die meisten Leute werden das tagsaktuell am Dienstag sicherlich sehen, nicht mehr heute Abend. Deswegen spreche ich bewusst von Dienstagabend. So, jetzt seht ihr hier schon mal, wie Krypto seine Drohne aktiviert und im Bloodhound-Style. Ich mache das jetzt, ich stoppe das jetzt nicht. Es gibt nachher noch ein paar Szenen, wo ihr das richtig, richtig geil sehen könnt, wie die Drohne agiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier haben wir noch ein paar bildliche Eindrücke. Hier seht ihr im Hintergrund diesen Geysir, von dem ich euch schon erzählt habe, den ihr auch aus dem Gameplay-Trailer seht, wo Octane mit einem Jump-Pad reinspringt und sich in die Luft katapultiert. Auf jeden Fall, also optisch, ich habe mir die komplette Map in dem Video schon mal reingezogen. Das ist eigentlich von der Optik her einer der schönsten Orte auf der ganzen Map. Ohne Scheiß. Hier gibt es zwar nicht sehr, sehr viel Loot, aber optisch ein absolutes Highlight, muss ich mal sagen. Könnt ihr natürlich auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. So, jetzt werden sie in die Luft katapultiert. Ihr kommt nicht sehr weit, also jedenfalls nicht so weit wie mit einem Ballon, aber trotzdem ultra, ultra stark. Und jetzt habe ich hier eine Szene für euch, wo die Drohne so ein Stück weit in der Luft hängt. Also man kann die Drohne aktivieren. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier. Moment, ich mache das kurz ein bisschen kleiner, damit ich das ein bisschen besser zeigen kann. Die Drohne hängt jetzt hier. Ach verdammt, man kann es leider nicht. Moment, ich warte mal, bis die Schrift verschwindet. Und dann seht ihr unten, die Drohne hängt 65 Meter entfernt von Krypto. Und in diesem Bereich, also wenn ihr euch, also im Bereich von 30 Metern um die Drohne herum, werden die Gegner dir und deinen Teamkameraden angezeigt. Das sieht ein bisschen aus wie bei Bloodhound, nur meiner Meinung nach deutlich overpowereder. Jetzt zieht euch gleich mal rein, was hier passiert. Jetzt aktiviert ihr die Drohne. Die könnt ihr irgendwo in der Luft stehen lassen. Jetzt schaut mal. Jetzt wird das kurz verlangsamt. Und ihr seht durch die Wand den Gegner. Also meiner Meinung nach könnte Krypto tatsächlich echt mega overpowered sein. Jetzt zieht euch das mal rein, das ist der absolute Wahnsinn. Um das nochmal im Klartext zu sagen, ihr habt hier, Moment, ich mache nochmal Play, hier seht ihr die Reichweite. Ihr könnt euch bis auf 300 Meter von der Drohne entfernen und ihr könnt die irgendwo in der Luft abstellen und die bleibt die ganze Zeit da oben. Erst wenn ihr außerhalb der Reichweite der Drohne seid, lädt sich die Drohne innerhalb von 40 Sekunden wieder voll. Seid ihr aber in dem Radius der Drohne, könnt ihr die aktivieren, könnt mit der weiterfliegen, könnt Ortschaften erkunden. Und wie gesagt, alle Gegner, die im Umkreis von 30 Metern von der Drohne sind, werden euch angezeigt. Das ist absolut finster. Und jetzt seht ihr hier das erste Mal die ultimative Fähigkeit mit der Drohne, den EMP. Zack.
Man sieht es jetzt hier in dem Video leider nicht sehr effektvoll, aber der EMP ist auch sehr, 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 sehr mächtig. Deaktiviert Fallen, zieht die Schilder der Gegner runter. Inwieweit komplett, kann ich jetzt aktuell nicht genau sagen. So, jetzt hier an der Stelle sieht man das erste Mal hier oben einer der neuen Hop-Ups. Der nennt sich Double Tap Trigger, ist für die IVA 8 und für die Scout 7, also für die G7 Scout. Drückt ihr einmal Schuss, kommen zwei Kugeln raus. Das ist absolut mächtig. Ach, und übrigens, dann gibt es noch einen zweiten Hop-Up, der ist für die 301 und für die Flatline. Die funktioniert aber nur im halbautomatischen Modus. Ihr macht quasi im Einzelschuss Feuer mehr Schaden. Alles andere, also vollautomatisch, hat das keine Auswirkungen, so wie ich das mitbekommen habe. Und ganz wichtige Informationen, die waren es die Hammer Point Rounds für die Alternator. Dieser Aufsatz fliegt komplett aus dem Spiel. Gibt es ab Season 3 nicht mehr, wurde für zu stark befunden, wurde deshalb aus dem Spiel entfernt. Und wenn ich es richtig aus diesem Video rausgehört habe, auch die na, für die Longbow, wie heißt das, Skullpiercer, der soll wohl auch aus dem Spiel geflogen sein. Aktuell kann ich es leider nicht bestätigen, aber für die Alternator, der Aufsatz ist definitiv aus dem Spiel geflogen. Das als Information mal by the way. So, jetzt zeige ich euch noch ein anderes Video, was so ein bisschen mehr Eindrücke von der gesamten Map bringt. Okay, hier wieder Jump Ship. Perspektive, jetzt haben mir die Worte gefehlt. Also die Map ist absolut wunderschön. Ich denke, man, hier hat man eine Map kurz. Ich pausiere mal. Ihr seht links und rechts jetzt die einzelnen Namen der verschiedenen Orte. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass das Eisfeld sehr, sehr beliebt wohl sein soll. Und das ist High-Tier-Loot. Moment, die Raffinerie. Ich sehe es jetzt hier leider auf die Schnelle nicht. Die Raffinerie steht hier rechts. Ach, hier ist die Raffinerie. Hier soll es richtig, richtig guten Loot geben. Habe ich aus diesem Video auch schon rausgehört. Und jetzt zappe ich einfach mal so ein bisschen durch. Ihr seht ja auf jeden Fall das Eisfeld mit einer Menge Gameplay. Also wie gesagt, dieses, falls der ein oder andere das nicht ganz rausgehört hat in der Anmoderation, es war jetzt in Hollywood ein kurzes Event. Also 4 bis 8 Stunden hatten die einzelnen YouTuber Zeit, sich auf der Map auszutoben, alles auszuprobieren. Das ist jetzt so ein Zug übrigens, den kann man kapern. Man kann den tatsächlich selber dazu, also der bewegt sich wohl von alleine. Man kann aber den Zug wohl auch selber steuern. Das heißt einfach, dass er losfährt. Er soll auch nicht so schnell fahren. Das heißt, wenn ihr auf dem Zug drauf seid, ist es problemlos wohl möglich, dem Zug noch hinterherzukommen. So, jetzt sehen wir hier die Kryptodrohne, wie sie so ein bisschen über das Lavafeld fliegt. Und hier gibt es auch einzelne Cable Cars, in die man auch springen kann. Da soll wohl auch Loot verteilt sein. Das sieht auf jeden Fall ultra, ultra geil aus. Wie gesagt, falls die Videoqualität jetzt nicht so bombastisch ist, dann tut mir das natürlich leid. Ich betone nochmal, das ist von größeren amerikanischen YouTubern, die das Privileg hatten, die Season 3 schon vorab zu testen. Und ich bastel hier einfach für euch ein bisschen was zusammen für alle, die so ein bisschen Bock auf Vorfreude auf Season 3 haben. So, weiter im Text. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mitten in der Map schon mal so eine Stadt. Die Stadt ist mega riesig und auch die Gebäude sind ultra krass ausgebaut. Hier gibt es teilweise Gebäude, ich glaube, das ist sogar eins, was über 4 Etagen hat. Nee, das war nicht das Haus. Moment. Auf jeden Fall sollen sehr, sehr viele Details in den Gebäuden sein. Was heißt soll? Natürlich. Ihr seht es jetzt hier selber. Hier ist jetzt der Anfang eines Gebäudes mit irgendwelchen Automaten. Also hier sieht kein Gebäude aus wie das andere so wirklich. Und 3, 4 Etagen und dieses Gebäude hier, glaube ich. Was ich so ein bisschen in diesem Video vermisse, ist die Baustelle. Die Baustelle interessiert mich echt mega, die ist, glaube ich, in dem Gameplay gar nicht zu sehen. Ich will es jetzt auch nicht mega in die Länge ziehen, aber ihr seht ja selber, dass das Areal absolut riesig ist. Ich bin echt mal gespannt, also wie camperfreundlich oder wie sniperfreundlich das Ganze nachher in der Praxis sein wird. So, hier ist jetzt die Raffinerie. Das soll wohl schon ein kleiner Geheimtipp sein, wenn man hier landet. Hier soll wirklich sehr, sehr viel guter Loot liegen. Die Raffinerie war oben rechts von der Map aus. Also auf jeden Fall absolut schöne Map.
Wie gesagt, lasst euch bitte gerne mal in den Kommentaren aus, wie ihr die Map findet, wie ihr einzelne Informationen findet. Das mit dem Hop-Up finde ich sehr, sehr interessant. Wie findet ihr zum Beispiel, dass die Disruptor-Rounds aus dem Spiel geflogen sind? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass die raus sind. Die wurden zweimal gepatcht. Ich fand sie trotzdem jedes Mal immer noch zu stark. Ich fand die Alternator auch ohne die Disruptor Rounds schon sehr, sehr stark, da der Grundschaden, ich glaube, von 14 auf 16 erhöht wurde, hat das schon, da habt ihr so einmal, wenn ich gerade vom Teufel spreche, ihr habt jetzt hier gerade, na, wo ist der Cursor hier, einmal die Alternator kurz in Action. Ich finde eigentlich, dass es sehr aussagekräftig ist, dass man die Disruptor Rounds einfach nicht braucht. Hier 16er Grundschaden, wenn ihr nicht gerade auf den Kopf zielt. Ansonsten 32er Damage. Ich finde, die Alternator ist auch ohne die Disruptor Rounds absolut krass. So, jetzt setzen wir hier mal noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt hier das Lavafeld, was auch mega, mega umfangreich ist. Ja, wie gesagt, nochmal die Hop-Ups für die Flatline und für die 301 auf Einzelschuss werden die wohl richtig, richtig heftig. Und ich bin gespannt, wie die IVA-8 und die G7 sich jetzt spielen lassen mit dem neuen Hop-Up, wo dann zwei Kugeln oder zwei Schüsse zeitgleich oder kurz nacheinander abgefeuert werden. Das könnte echt interessant werden. So, hier sind wir nochmal an diesem thermischen Bereich auf der Map, wo der Geysir in der Nähe ist. Ich glaube, der Ort heißt sogar Geysir oder irgend sowas in der Art. Der Geysir ist übrigens nicht dauerhaft aktiv. Der aller paar Sekunden oder aller paar Minuten schießt er in die Lüfte und dann könnt ihr euch da katapultieren. So, und hier habt ihr nochmal den Zug. Der Zug fährt tatsächlich über die gesamte Map, wie ich das mitbekommen habe. Der fährt da so ein bisschen im Kreis. Das ist absoluter Wahnsinn. Was mich mal interessieren würde, das sieht man halt leider nicht raus, ob es an den verschiedenen Stationen, was zumindest offensichtlich nach einer Zughaltestelle wie hier unten rechts aussieht, ob der da automatisch hält oder nicht oder ob man da durchheizen kann. Also wie gesagt, sonderlich schnell ist der Zug ja sowieso nicht. Ach, hier ist doch die Baustelle. Also haben wir doch, also die Baustelle, das ist was mich echt interessieren könnte. Also für alle, die mich noch aus COD kennen und mal so ein bisschen verfolgt haben, wie ich Blackout gespielt habe, auch wenn es nicht oft war, die Baustelle war einer meiner Lieblingsspots und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch so ist. Und hier haben wir diesen besagten Baum, der so ein bisschen aus wie so ein Riesenblatt. Und hier macht auch der YouTuber hier so den kleinen Witz Code Leaf. Der Baum ist halt ein Riesenleaf, also ein Blatt. Leaf für Englisch für Blatt. Kleines Wortspiel fand ich mega lustig. Da bin ich übrigens auch mal gespannt, wie die Server funktionieren, ob sie diesmal richtig stabil laufen. Ich bin auch sehr gespannt, ob die Sprachausgabe endlich kommt, ob es vielleicht endlich einen festen Solo-Modus gibt und so weiter. Und sollte übrigens mit Season 3 immer noch keine Sprachausgabe kommen, werde ich es auf Englisch stellen. Also das habe ich mir jetzt schon fest vorgenommen. So, ihr habt ja übrigens gerade noch den Hop-Up gesehen, der in Season 3 weiterhin bleibt. Die Hammerpunkt-Munition, das ist die für die P20 und für die Mosambik, die bleibt. Und die Disruptor-Rounds für die 45 und die Alternator, wie gesagt, fliegen komplett raus. Und der Schädelspalter, wie gesagt, soll wohl scheinbar auch rausfliegen. Ich finde, die Sniper sind wirklich mega, mega heftig. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Map extrem sniperfreundlich ist. Und deswegen. Wobei die Map aber natürlich auch hier und da, wenn man nicht gerade über das offene Feld rennt, mega verwinkelt ist. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, was sich dann noch so für Spots eröffnen, für Sniper, die eben da richtig auf den Sack gehen können. Auf jeden Fall denke ich, dass für alle was dabei ist. So, hier seht ihr, wie man zum Beispiel in so einer Cable Car landen kann. Ach, das hat er wohl ein bisschen verkackt. Da drinnen liegt auf jeden Fall Loot. Hier ist nochmal so ein bisschen was mit der Drohne von Krypto. Und übrigens habe ich vergessen, jetzt hier mit ins Gameplay, beziehungsweise was heißt ins Gameplay, in dieses Video mit reinzumachen. Was ganz Besonderes bei der Charge Rifle, das habe ich nämlich völlig verpeilt. Da springe ich gleich nochmal in das andere Video zurück und möchte euch da mal noch eine Besonderheit zeigen. Ich springe jetzt hier nochmal ein, zwei. Ach, Moment, bevor ich das zeige. Hat man ja auch in dem Gameplay. Moment, stopp. Schon wieder was anderes, was ich noch kurz unterbrechen muss. Hier sieht man den zweiten Hop-Up. Den zweiten neuen. Für die Flatline und die 301. Stopp, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das ein bisschen genauer.
Hier. Anvil Receiver heißt es auf Englisch. Increase semi-auto damage, but reduces rate of fire and use more ammo. Also ihr verbraucht, wenn ihr den drauf habt, mehr Munition im Einzelfeuer-Modus, haut mehr Schaden raus, aber die Feuergeschwindigkeit wird wohl etwas reduziert. Also ihr könnt nicht so extrem auf den Gegner draufrotzen. Gerade die 301 ist auf Einzelschuss extremst schnell und auch sehr, sehr stark. Das wird ja ein bisschen entgegengewirkt, damit es nicht zu heftig ist. So. Erinnert euch an die Szene aus dem Trailer, wo... Moment, ich kann es hier vielleicht kurz einblenden. Genau diese Szene meine ich. Haltet Ausschau nach so einer Drohne und diesen Ball. Wenn ihr den abschießt... Moment, nochmal ein Stück zurück. Zack, seht ihr hier so einen Schlüssel. Und hier in diesem Video, was ich gerade zeige... Moment... So, und wenn ihr jetzt den Schlüssel gefunden habt, gibt es hier so einen Spot. Ihr solltet hier mal genauer, wo der genau ist, der Spot, kann ich jetzt nicht sagen. Achtet einfach mal so ein bisschen auf die Formation dieser Felsen mit diesen drei Eingängen. Dann wisst ihr, wo die Secret Spots sind. Hier ist dann nämlich so ein Eingang, wo ihr diese, ich sage mal, Schlüsselkarte findet. Und da gibt es den krassesten Loot im gesamten Spiel. So, jetzt möchte ich euch hier noch ganz kurz, bevor ich gleich am Ende des Videos bin, die Besonderheit der Charge Rifle zeigen. Ich dachte nämlich ursprünglich, dass die Charge Rifle genauso funktioniert wie die Havoc, wenn ihr diese, diesen Charge Beam, also diesen Aufladestrahl habt, diesen Einzelschuss für die Havoc. Ihr wisst, was ich meine. Ich komme jetzt einfach wortlich absolut nicht drauf. Weil die Besonderheit an der Charge Rifle ist, ihr seht ja diesen Laserstrahl, der abgefeuert wird, kurz bevor dieser Mega Boost aus dieser Waffe feuert. Wenn ihr mit dem Laserstrahl vorab schon, schaut mal genau hin, auf dem Gegner seid, macht der Laserstrahl schon Schaden. Jetzt kommt hier ein Dreier-Hit. Moment, passt das? Das passt hier leider gar nicht. Das kommt hier überhaupt nicht zur Geltung. Moment, da muss ich mal kurz ein anderes Video suchen. Okay, ich habe jetzt leider kein Bildmaterial mehr für die Charge Rifle gefunden. Wie gesagt, der Laserstrahl, wenn der auf dem Körper des Gegners landet, macht der auf jeden Fall schon Damage, bevor dieser Mega-Boost kommt. Sorry, dass ich hier leider nichts finde. Ich möchte euch hier an der Stelle jetzt nochmal kurz die Mächtigkeit der Drohne zeigen, wenn die in der Nähe, in der Luft, innerhalb eines Radius von 30 Metern mitten im Schlachtfeld Gegner spottet. Zieht euch das genau rein. Das ist absolut finster. Das ist krasser als der Bloodhound-Scan. Hier, Nummer 1 und Nummer 2. Absolut easy durch die Wand zu sehen. Und hier wird gleich der nächste nochmals gespottet. Und die werden mehrmals gespottet. Das ist absolut finster. Und ich finde es absolut overpowered. Overpowered. Jetzt haben mir die Worte gefehlt. Okay, das soll es von dem Video schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht ganz so übel, dass ich hier und da von anderen YouTubern mir ein bisschen Bildmaterial gestohlen oder geborgt habe, sage ich jetzt einfach mal. Ich wollte einfach noch ein bisschen die Vorfreude auf Season 3 in wenigen Stunden ein bisschen erhöhen. Das war's von mir. Lasst gerne einen Daumen da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Abo, wenn ihr neu seid und keine Infovideos oder Livestreams verpassen wollt. Und nochmal betont, heute für alle, die Dienstag live einschalten, 18:30 streame ich in die neue Season rein. Ich hoffe, da schaltet ihr ein. Lasst euch in den Kommentaren ein bisschen aus, was ihr von den Neuerungen, die bis jetzt bekannt sind, so halten. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß bei Season 3 natürlich vorab, falls wir uns nicht nochmal hören. Das war's. Ciao.